Hallo erstmal, total recht herzlich, Dankeschön. Maja, Anita waren hier, haben mich sogar bei der Arbeit gefilmt, muss ich sagen. Yippie-ay-ay. Ja, ich bin also erwischt worden bei der Arbeit. Was ich so super toll fand, die haben also gedreht und mit einem Phone, ist klar, machen sie ja öfters, sie gehen ja abends spazieren zu Drehorten und so weiter und so fort, waren also jetzt bei mir und haben mich erwischt bei der Arbeit. Und ich muss einfach nur sagen, in dem Moment war wirklich voll. Und ich finde es super, wie Maja gearbeitet hat mit ihrer Handykamera, dass sie niemanden, okay, ein Jahr mit dem Rucksack, aber man konnte ihn nicht sehen. Fand ich super toll. Super toll. Die Leute haben sich nicht belästigt gefühlt, das fand ich gut. Ich habe auch nichts Negatives gehört. Die waren alle zwar perplex, dass Maja plötzlich da reinkam mit Kamera und ich sie begrüßt habe und alles. Ich fand es super toll. Ich fand es super toll und ich finde es auch super toll, wenn Google erscheint und hier alles aufnimmt. Ist viel Arbeit, denn ich muss dann alles sauber machen. Ich habe gesehen, was die Kamera alles aufnimmt. Also muss ich zusehen, an dem Tag, wenn die Kamera aufnimmt, von Google dieses 360 Grad, hallo. Also da muss ich vieles machen. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme. Egal, wenn ihr da irgendwas seht, ich kann leider nicht in 3 Meter oder 4 Meter Höhe agieren. Ja, ich habe also einige Autohäuser gesehen, 360 Grad, die können sich das leisten. Ich bin ja schon stolz wie Oscar, dass ich sogar in die Rubrik 360 Grad bei Google eingearbeitet werde. Muss ich schon sagen, nicht schlecht. Also ich gehöre zu 360 Grad Google demnächst und wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ihr so spontan vorbeikommt wie Maja und Anita. Wie gesagt, Stars und Sternchen waren ja genug hier. Habe ich ja, ne, gestern war hier noch der Stähler ACV mit den Spezialautos da. Die passen hier aber nicht rein, die stehen meistens vor der Türe. Ja, ich habe auch den Film bekommen, aber ich habe aber festgestellt, dass da irgendwas fehlt. Den kann ich euch also nicht zeigen. Muss ich also zu dem jungen Mann nochmal hin und sagen, leih mir nochmal deine DVD und dann versuche ich das Bestmögliche da rauszuholen. Ja, ist halt so. Wie gesagt, wir haben Stars und Sternchen Restaurant hier um die Ecke, meiner einer, wo die Stars und Sternchen mal vorbeigekommen waren. Ich fühle mich jetzt zwar ein bisschen geehrt, ganz wenig. Ich finde es super, weil in dem Moment sind es ja auch Kunden, die etwas haben möchten und ordentlich bedient werden wollen, wie andere auch. So, es wird hier eine neue Ecke gemacht, weil ich wunderbare Fotos bekommen habe. Ich bedanke mich auch an Norddeich, die werde ich auch erwähnen, die mit ihrer, also die drehen einen Film mit, muss ich jetzt drüber nachdenken, mit einer Bank. Irgendwann mit einer Bank und das wird im Oktober dann im Kino gezeigt. Irgendwo am Norddeich, jedenfalls da, wo Otto Waalkes auch seinen Turm hatte da. Also genau da sind die und da arbeiten die drei von der Bank, so nennen die sich. Und ich muss mal recherchieren, um tiefer einzugehen auf die Sache. Also hier ist dieses Feedback hier. Da kommt, wie gesagt, RTL hin mit den Dreharbeiten, die Schnappschüsse hänge ich dann dahin und dann schauen wir mal. Ja, ihr könnt es also, wie gesagt, demnächst sehen. Heute konntet ihr durch Maja einen leichten Einblick auf mich bei der Arbeit erleben. Ich bedanke mich total recht herzlich auf diesem Wege. Sage Dankeschön, dass ihr da wart, dass ihr gedreht habt. Ja, dass wir Spaß haben, das ist wichtig. Wir sind ja die Altgardisten. Wir sind ja RTL seit 1988, Freunde, haben da gearbeitet, etc. Hat sich so ergeben. Und seit 1996, / 1995 bei Action Concept und 1996 einfach nur so weitergemacht. Die Serie für gut befunden und auch Semir Gerkan, ja, und also Erdogan Atalay als Schauspieler auch, hat Spaß gemacht. So, wir sind halt Fans, ist richtig, das darf auch jeder wissen, dass wir diese Serie mögen, es darf auch jeder wissen, dass wir RTL mögen, ja, das darf auch jeder wissen. Ja, also machen wir das Beste draus und ich bedanke mich noch einmal für den Besuch, auch bei allen anderen, die jemals hier waren, war ja schon eine Menge da, auch beim Dr. Scholzen, Zahnarzt, ja, und dann Prashant und diverse andere. So, meine lieben Freunde, jetzt aber ab ins Wochenende mit euch oder was ihr gerade macht und viel, viel Spaß mit Cobra 11, Cobra 11, Autobahnpolizei. Ja, im Jahre 2020, darum geht's. Wir sind, also ich, meiner einer,
geht jetzt auf das Jahr 2020 und versucht mit diesem neuen Feedback, mit neu RTL, mit neu Action-Konzept, Semir und Pia, muss ich im Moment sagen, die wird in dem Moment vielleicht Susanne oder Sabine, keine Ahnung, irgendwie schwirrt da so dieser Name rum, kann auch sein, dass sie nachher ganz anders heißt. Also Pia heißt sie im Original und war im eiskalten Wasser. Semir Gerkan war auch im eiskalten Wasser, sind da rausgekommen, die Fotos könnt ihr hier sehen. Und wenn es Videos gibt, könnt ihr dann auf unserer Seite sehen. Ja, ihr seid total recht herzlich dort willkommen, auch hier am Stammtisch. Ach, wir machen hier so viele Sachen vor Ort und ich bedanke mich total recht herzlich bei Maya und bei Anita, dass sie wiederum da war, wieder aufgenommen, wir Spaß hatten. Leider hatte ich eine Pressur, ich musste da was machen. Ich hatte da eine Kundin, die da schon auf heißen Kohlen gesessen, die musste ich halten, deswegen musste ich da ein bisschen die Euphorie und das dann, deswegen mache ich das jetzt. Ich bedanke mich öffentlich für den Besuch jeglicher Fans und jeglicher Schauspieler, ja auch, ne, und so weiter. Ich muss schon schmunzeln. Also wie gesagt, lasst euch überraschen, nach Google 360 Grad könnt ihr euch hier alles anschauen und dann könnt ihr von mir aus lästern, wie ihr wollt. Ich bin dann, wie gesagt, immer noch nicht fertig, weil ich habe mir diese Baustelle jetzt erarbeitet, um diese Baustelle nach und nach daraus was zu machen. Ihr seht das Filmfotostudio vielleicht, ihr seht Cobra 11, RTL, ihr seht alles normal, ihr seht auch die anderen, die jemals hier waren, die wirklich hier waren, die können es ja auch bestätigen, dass sie hier waren. Ja, das war es dann auch schon. Viel Spaß bei RTL und viel Spaß bei Cobra 11.